Hallo nochmal. Dankeschön für die Einführung. Können mich alle hören? Spreche ich laut genug? Gut, sonst einfach irgendwie Bescheid sagen. Ich dachte, eben im Rahmen dieses Buddha-Talks ist es eine schöne Gelegenheit, eben auch so darüber zu sprechen, was typisch für die jeweilige Tradition ist. Und es gibt viele Dinge, die für die Kadampa-Tradition innerhalb des Mahayana-Buddhismus typisch sind. Aber eines sicherlich der bekanntesten Texte und Praktiken ist eben die Bodhisattva-Lebensweise, die ganz konkret auf einen buddhistischen Meister namens Shantideva, der im 8. Jahrhundert in Indien gelebt hat, zurückgeht. Ich habe kurz als Einführung ein bisschen über diesen Ursprung dieses Textes, auf den sich mein Vortrag heute bezieht, zu sagen. Eben der buddhistische Praktizierende oder Lehrer Shantideva hat in Indien gelebt, in Nalanda, dort im Kloster studiert. Und im Rahmen seiner Tätigkeit, seiner Entwicklung, hat er eine Abhandlung, die dann auch verschriftlicht wurde, eben den sogenannten Leitfaden für die Lebensweise eines Bodhisattvas gegeben. Ich muss mal kurz den Sanskrit-Begriff, der ist hier irgendwo mit aufgeführt. Bodhisattva Charyavatara, genau. eben auf Deutsch Leitfaden für die Lebensweise eines Bodhisattvas. Jetzt mag das vielleicht ein bisschen komisch klingen, was genau ist ein Bodhisattva. Kurz erklärt, ein Bodhisattva ist eine Person, ist nicht mal streng genommen nur auf Menschen bezogen, können auch andere Lebewesen sein. Im Allgemeinen gesagt ist ein Bodhisattva eine Person, die Erleuchtung zum Wohle aller anderen anstrebt. Das heißt, eine Person, die Bodhicitta entwickelt hat. Was hat es damit auf sich? Bodhicitta ist im Buddhismus, insbesondere im Mahayana-Buddhismus, eigentlich die altruistischste Geisteshaltung, die man entwickeln kann. Das heißt, es ist ein Wunsch, eine Absicht, basierend auf Mitgefühl, dass wir anderen helfen wollen. Deswegen hat eben der Buddha selbst Erleuchtung erlangt, aus dieser Motivation heraus. Aber er hat erkannt, die Art und Weise, wie wir normalerweise anderen helfen, ist sehr begrenzt. Er wollte anderen vollkommen helfen, sie von all ihren Problemen befreien können. Und er hat erkannt, dass er dazu einen Zustand erreichen muss, der in Erleuchtung erlangt wird. Das heißt, eine Weisheit erlangen, die völlig frei ist von fehlerhafter Erscheinung, die im Einklang ist mit der Realität und die einen sehr, sehr tiefen Frieden, inneren Frieden, eine sehr tiefe Konzentration mit sich bringt. Und in diesem Zustand der Erleuchtung, ist man A, für sich selbst fähig, alle seine Probleme gelöst zu haben, aber kann auch anderen auf vollkommene Art und Weise helfen. Und dieser Zustand der Erleuchtung, dieses Erwachtsein, ist nicht nur begrenzt auf Buddha selbst, auf Buddha Shakyamuni, auf den historischen Buddha, sondern kann von jedem Einzelnen erreicht werden, falls wir es wünschen. Und zwar lehrte Buddha, dass wir alle von uns, alle oder jeder von uns, egal ob Mann oder Frau, Mensch oder anderes Lebewesen, hat in sich das Potenzial, diesen Zustand erreichen zu können, von tiefen inneren Frieden, verbunden mit dieser Weisheit, diesem Mitgefühl. Er nennt es das Buddha-Potenzial. Und der beste Weg, dieses Potenzial zu verwirklichen, zu vervollkommnen, ist halt diese Praxis der sogenannten sechs Vollkommenheiten. Und manchmal fragt man sich, okay, es gibt so viele Anleitungen von Buddha. Man sagt, 84.000 Ratschläge hat er in seinem Leben gegeben. Jetzt sind es auf einmal sechs.
wie ist das zu verstehen? Im Grunde genommen kann man alle seine Anleitungen, alle seine Ratschläge in diesen 6 wiederfinden. Das heißt, man lässt nichts aus, wenn man diese 6 Vollkommenheiten praktiziert, sondern implizit sind alle Anleitungen, alle Ratschläge von Buddha enthalten. Und da es aber den Rahmen des heutigen Abends sprengen würde, wenn ich auf jede einzelne eingehe, wollte ich heute Abend mich vor allen Dingen auf die Vollkommenheit der Geduld fokussieren. Aber ich sage ganz kurz noch was zu den anderen. Und zwar hat er 6 Übungen gelehrt. Und im Shantideva hat die in einem Gedicht Leitfaden für die Lebensweise eines Bodhisattvas erklärt und in wunderschönen Versen beschrieben. Und die gibt es eben auch inzwischen in Deutsch. Wer das lesen mag, ist es ein sehr, sehr langes Gedicht. Aber es sind wunderschöne Verse. Und vielleicht kurz erklärt, was die anderen Vollkommenheiten sind, bevor wir auf die Geduld zu sprechen kommen. Und zwar die erste der 6 Vollkommenheiten ist die Vollkommenheit des Gebens. Und zwar heißt es in diesem Zusammenhang, dass man Großzügigkeit praktiziert und Geiz überwindet. Und Geben oder Großzügigkeit bezieht sich nicht nur auf materielle Hilfe, sondern da ja unser Ideal ist, allen helfen zu wollen. Und wir verstehen, dass wir einmal diese Praxis der 6 Vollkommenheiten benötigen, um selbst diesen Zustand erreichen zu können, aber halt auch schon, während wir praktizieren, während wir uns üben, auch schon anderen sehr gut helfen können, hat diese sozusagen Praxis zweierlei Nutzen. Und in der Praxis des Gebens eben praktizieren wir Großzügigkeit. Wann immer wir können, wann immer wir selbst genügend Ressourcen haben, können wir natürlich materielle Hilfe geben. Aber es heißt auch, eben praktische Hilfe zu geben, unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit zu geben und Liebe zu geben. Dann die zweite Praxis der Vollkommenheit ist die der moralischen Disziplin. Ich weiß, in manchen anderen Traditionen wird es ein bisschen anders genannt. Aber im Prinzip heißt das, dass wir uns von unangemessenen oder schädigenden Handlungen zurückhalten und versuchen, anderen zu helfen. Das heißt, von solchen relativ offensichtlichen Handlungen wie Töten, wie Stehlen, wie Lügen, schlecht über andere zu reden, aber auch geistige Handlungen wie Böswilligkeit, Gier, Begehrlichkeit und so weiter, üben wir uns darin, uns davon zurückzuhalten, weil wir verstehen, es hält uns letztlich davon zurück, anderen helfen zu können, aber auch durchaus anderen helfen zu wollen, wenn wir Geisteshaltungen, zum Beispiel über andere zu lästern, Schadenfreude zu empfinden etc., andere zu töten, was auch eben nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, alle Lebewesen mit einschließt, betrifft. Dann die Vollkommenheit der Geduld, da sage ich gleich noch mehr dazu. Dann die Vollkommenheit des freudvollen Bemühens. Das klingt so ein bisschen im Deutschen fast wie Widerspruch. Es hat aber in dem Fall nichts mit Mühe zu tun, sondern es ist eine Geisteshaltung, die sich an Tugend erfreut, das heißt an allem, was positiv ist, was gute Auswirkungen für uns selbst und für andere hat. Dann die Praxis der Konzentration oder Meditation, indem wir uns in Konzentration schulen, und zwar bis zu einer Ebene, die sich ruhiges Verweilen nennt, dass wir völlig frei von Ablenkungen, inneren Ablenkungen sind, sodass wir Objekte des Wissens, wie Buddha sagt, vollkommen verstehen können. Weil wenn wir zum Beispiel daran denken, wie unsere Konzentration momentan ist, muss man wahrscheinlich schon sagen, dass wir relativ abgelenkt sind. Wir möchten vielleicht etwas verstehen, uns mit etwas auseinandersetzen, aber oft sind wir abgelenkt. Wir denken an irgendetwas aus der Vergangenheit, an die Zukunft oder werden durch ein Geräusch abgelenkt oder was
in uns selbst vor sich geht. Und wir verstehen vor allen Dingen, um die sechste Vollkommenheit, die Vollkommenheit der Weisheit praktizieren zu können, brauchen wir eine sehr stabile, eine sehr starke Konzentration. Die sechste Vollkommenheit, die Vollkommenheit der Weisheit, ist, wie Buddha sagt, das eigentliche Mittel, all unsere Probleme dauerhaft lösen zu können. Und zwar behandelt oder in dieser Praxis, in dieser Vollkommenheit, setzt sich Buddha oder in dem Fall Shantideva damit auseinander, was die wahre Natur der Dinge ist. Und zwar ganz kurz erklärt, falls es möglich ist, wenn man sich mit Buddhismus beschäftigt, merkt man relativ schnell, dass viele der Dinge, die uns Probleme bereiten, aus unserer eigenen Einstellung, unserer eigenen inneren Reaktion kommen, das heißt von unserem eigenen Geist oder Bewusstsein, dass da ein Zusammenhang ist, wie ich andere zum Beispiel wahrnehme, ob ich mit ihnen ein Problem habe oder nicht. Das ist in erster Linie von unserem Geist kommen, welche Einstellung er zu anderen hat. Und schrittweise führt Buddha uns dorthin, dass er sagt, dass letztendlich alles, was wir wahrnehmen, völlig abhängig ist von unserem Geist und überhaupt keine objektive Existenz hat außerhalb unseres Geistes. Und er sagt, wenn wir das einmal verstehen und vor allen Dingen selbst erfahren und realisieren, meint er, haben wir damit das Mittel in der Hand, alle unsere Probleme zu lösen, weil eben nichts objektiv da draußen problematisch, schwierig, leidvoll ist, sondern alles eine Erscheinung von unserem Geist ist. Vielleicht einfach mal so dahingestellt. Und die Kombination all dieser Vollkommenheit, vor allem die Praxis davon, nicht nur das Wissen, vor allen Dingen die Praxis davon, hat die Kraft, uns zu diesem Zustand zu führen, den Buddha selbst erreicht hat. Und Vollkommenheiten werden sie halt genannt, weil diese Motivation des Bodhicitta, dieses auf Mitgefühl basierende Wunsch, den Zustand von Buddha zu erreichen oder eines Buddhas zu erreichen, die vollkommenste Motivation oder Absicht ist, die man haben kann. Es wird auch manchmal als das höchste gute Herz bezeichnet. Und eben wie ich sagte, auf alle einzugehen, würde den Rahmen des heutigen Abends sehr stark sprengen. Oder wir sitzen hier noch bis Mitternacht oder länger. Deswegen dachte ich, wäre es gut, sich auf eine der sechs Vollkommenheiten zu fokussieren. Und Geduld habe ich deswegen ausgewählt, weil es A, einmal persönlich von mir eine sehr favorisierte Praxis ist. Aber ich glaube auch allgemein in dieser Gesellschaft, in dieser modernen Gesellschaft, mehr denn je eine sehr stark unterschätzte geistige Qualität, eine sehr stark unterschätzte Praxis. Eben sehr oft gleichgesetzt mit einer gewissen Schwäche, Passivität, Dinge einfach hinzunehmen, ohne etwas machen zu wollen oder zu können. So ein bisschen so eine Art fast unmächtiger Geist, dass man sich mit Dingen einfach abfindet, die Zähne zusammenbeißt und so weiter. Das ist so meistens so ja, der normale Ansatz in unserer Gesellschaft bezüglich Geduld. Und gerade in unserer ja, modernen, alles muss sofort da sein, Zeit mit den Apps und dem Internet und alles ist online und sofort zu haben, spielt Geduld scheinbar überhaupt keine Rolle mehr oder weniger und weniger. Ist fast wie so ein bisschen altmodisch. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt oder es ein bisschen tiefer sich darauf einlässt, merkt man, dass Geduld ein alles andere als schwacher Geist, eine als andere schwache Haltung ist. Ganz im Gegenteil, ein sehr, sehr starker, ausgeglichener Geist. Und dass wir ihn benötigen, dass wir ohne Geduld kein wirklich, sage ich jetzt mal,
ein bisschen frech erfülltes Leben führen können. Egal, ob wir jetzt konkret spirituelle Absichten haben oder nicht. Wir brauchen Geduld, vor allen Dingen, wenn wir spirituelle Absichten haben, einen spirituellen Weg gehen. Realisationen wie Entsagung, später Mitgefühl und vor allen Dingen Weisheit sind ohne Geduld nicht wirklich möglich. Aber auch schon in unserem, sagen wir mal, alltäglichen, weltlichen Leben gibt uns Geduld so viel mehr, als was wir vielleicht denken, was es geben kann. Und in diesem Text, den Leitfaden, ist das Kapitel überschrieben, sich auf Geduld verlassen. Denn das ist, was wir eben am Anfang gemacht haben, mit dem Zuflucht zum Dharma nehmen, heißt eben Zuflucht zu den Ratschlägen von Buddha, aber vor allem eben auch auf den eigenen Erfahrungen seiner Ratschläge. Und deswegen heißt das Kapitel sich auf Geduld verlassen. Und Shantideva fängt das Kapitel damit an. Er sagt, es gibt kein größeres Übel als Wut und keine größere Tugend als Geduld. Deshalb sollte ich auf verschiedenste Weise danach streben, mit der Praxis von Geduld vertraut zu werden. Wenn mich schmerzhafte Gedanken der Wut plagen, werde ich keinen Geistesfrieden erfahren. Ich werde keine Freude und kein Glück finden und ich werde ruhelos sein und nicht schlafen können. Das heißt, Shantideva, natürlich eben auf Buddha basierend, geht diese Praxis, kann man sagen, von zwei Seiten an. Eben, wenn wir als Praktizierende auf dem spirituellen Pfad uns befinden, wird uns bewusst, dass uns bestimmte geistige Gedanken, Haltungen davon abhalten, tiefen Frieden zu erfahren. Und eben, wenn wir möchten, den Zustand eines Buddhas zu erreichen, werden manchmal als Behinderung bezeichnet. In dem Fall ist das Wut. Und das Gegenmittel dazu ist eben die Praxis der Geduld. Und Shantideva eben zeigt nochmal sehr eindringlich, er sagt, es gibt kein größeres Übel als Wut und keine größere Tugend als Geduld. Und ermutigt uns, eben uns darauf zu verlassen, uns mit der Praxis der Geduld vertraut zu machen. Aber was genau, eben ich sagte, dass Geduld im Buddhismus ist alles andere als ein schwacher Geist. Was heißt das, genau geduldig zu sein, eben wenn es eben nicht heißt, nur die Zähne zusammenzubeißen und Dinge einfach hinzunehmen, wie passiv zu erdulden und so weiter. Sondern gibt es eine wunderschöne Definition oder mir fällt gerade ein, vielleicht noch zur Erklärung, warum der Abend heute heißt, ein Freund der Welt werden. Nochmal kurz zur Erklärung. Und zwar heißt es hier, ein Bodhisattva, dessen Motivation einzig und allein auf das Wohl anderer gerichtet ist, hat keine Feinde. Eben wenn wir ein Freund der Welt sind, haben wir keine Feinde, sind wir mit allen befreundet. Nur sehr wenige Leute wollen jemanden verletzen, der ein Freund der ganzen Welt ist. Und selbst wenn jemand den Bodhisattva verletzt oder beleidigt, wird dieser ihn nicht als Feind betrachten. Mit einem Geist, der in Geduld verweilt, wird er ruhig und ohne Aufregung bleiben und seine Liebe und sein Respekt für den Angreifer werden unangetastet bleiben. So stark ist ein gut kontrollierter Geist. Wenn wir also wirklich alle unsere Feinde loswerden wollen, dann müssen wir ganz einfach unsere eigene Wut zerstören. Das ist sozusagen diese Beschreibung ist quasi das, wo wir hinkommen können. Wahrscheinlich noch nicht heute Abend, aber tendenziell. Das heißt, ein Bodhisattva eben ist auf das Wohl anderer gerichtet. Eben ist durch Mitgefühl, durch Liebe motiviert. Und so jemand
hat natürlich keine Feinde. Weil wenn er an dem Glück, an dem Wohlergehen eines jeden Einzelnen interessiert ist, könnte man auf Deutsch sagen, er mag alle, er liebt alle. Und wie es hier heißt, nur sehr wenige wollen jemanden verletzen, der ein Freund der ganzen Welt ist. Man fühlt sich eigentlich fast instinktiv oder automatisch zu solchen Menschen hingezogen, die diese Liebe, diese Fürsorge für andere ausstrahlen. Und selbst wenn jemand den Bodhisattva verletzt oder beleidigt, wird dieser ihn nicht als Feind betrachten. Er hat eine Geisteshaltung, die in Geduld verweilt. Er bleibt ruhig und ohne Aufregung und seine Liebe und sein Respekt für die Person wird unangetastet bleiben. So stark ist dieser Geist der Geduld. Das heißt, die Schlussfolgerung ist, okay, also wenn wir alle unsere Feinde loswerden möchten, eben bedeutet das nicht, dass wir alle töten, sondern dass wir ganz einfach die wahre Ursache loswerden, die andere zu Feinden macht, unsere eigene Wut. Denn Buddha erklärt, Wut ist eine Geisteshaltung, die anderen Schaden zufügen möchte. Wir müssen einfach nur selber dran denken, als wir das letzte Mal wütend auf jemanden waren, was wir da für Absichten gegenüber der anderen Person hatten. Die waren mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht besonders positiv. Und deswegen sagt Shantideva, es gibt kein größeres Übel als Wut, weil natürlich diese Haltung, dieser Gedanke, jemanden zu schaden, völlig der eigentlichen Absicht eines Bodhisattvas entgegensteht, eben anderen zu nützen, anderen zu helfen. Deswegen wird die Praxis der Geduld so betont. Am liebsten würde ich das ganze Buch vorlesen, aber es wäre vielleicht ein bisschen langweilig für euch. Zwar jetzt ist natürlich die Frage, was genau ist Geduld? Wie ich schon mehrfach versucht habe zu erklären. Jetzt kommt die Lösung. Und zwar heißt es hier, Geduld ist ein Geist, der vollkommen und glücklich annehmen kann, was immer auch geschieht. Geduldig zu sein bedeutet, von ganzem Herzen willkommen zu heißen, was immer geschieht, und den Gedanken aufzugeben, dass die Dinge anders sein sollten, als sie es sind. Man kann immer geduldig sein. Es gibt keine Situation, die so schlimm ist, dass sie nicht geduldig mit einem offenen, entgegenkommenden und friedvollen Herzen angenommen werden kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das erste Mal gelesen habe, muss ich mir das A ziemlich oft durchlesen und hatte mehrere Einwände, vor allen Dingen bei dem Satz, es gibt keine Situation, die so schlimm ist, dass sie nicht geduldig angenommen werden kann. Das fand ich ja doch eindeutig. Aber was mich vor allen Dingen beeindruckt hat, ist die Erklärung, dass Geduld heißt, den Gedanken aufzugeben, dass die Dinge anders sein sollten, als sie es sind. Wenn man sich das mal überlegt, wie wir so den ganzen Tag eben durch die Welt gehen, durch unsere persönliche Welt, wie oft denken wir eigentlich, dass was uns da passiert, die andere Person, wir selbst, anders sein sollte als das, was es ist. Entweder in dem Moment oder auch bezogen auf die Vergangenheit. Eben, das hätte nicht passieren sollen, dürfen und so weiter. Oder es sollte anders sein. Wie oft man das eigentlich denkt, ist fast schon erschreckend. Zumindest ging es mir so. Ich weiß ja nicht, kann ja nicht für euch sprechen. Aber dass quasi in unserem Geist, in unserem normalen Leben oft
nach Buddha ein Mangel an Geduld ist. Und er sagt es sogar, das heißt, wir sind in einer bestimmten Ebene immer leicht unzufrieden. Oder er sagt wütend. Wobei wütend hier nicht unbedingt meint, wie ein Wutausbruch, dass wir ständig irgendwelche Leute anschreien, sondern Wut ist mehr in dem Zusammenhang ein Begriff, der alles abdeckt von dieser leichten, anfänglichen Irritation, wenn wir mit etwas nicht einverstanden sind und so diese Haltung einnehmen. Innerlich ist so eine gewisse Bewegung da, so eine gewisse Reibung, bis die ganze Palette, bis zu vollempfachten Hass, der Menschen dazu treiben kann, dass die grausamsten Dinge anderen anzutun oder auch sich selbst. Das ist sozusagen alles mit Wut in dem Zusammenhang gemeint. Und Buddha sagt, okay, wann immer unser Geist eben nicht von Geduld erfüllt ist, das heißt nicht friedvoll ist, nicht ausgeglichen ist, ist da immer eine gewisse Ebene, selbst wenn sie sehr, sehr subtil ist, an Wut vorhanden, an leichter Irritation, an nicht einverstanden sein. Und er sagt, solange dies der Fall ist, werden wir immer Probleme erfahren. Sei es, dass wir uns einfach nur nicht gut fühlen oder auch eben oft Probleme mit anderen, vor allem in Beziehungen zu anderen, kreieren dadurch. Eben wenn wir selber wissen aus eigener Erfahrung, wir sind auf jemanden sauer, mit jemandem ärgerlich, aus welchem Grund auch immer, dass es meistens nicht gut endet. Das heißt, eben wir schleudern der anderen Person irgendwas an den Kopf und müssen dann später den Scherbenhaufen zusammenfegen und so weiter. Aber Buddha sagt auch, wir können doch einfach schauen, wie fühlt sich Wut eigentlich an, wenn wir sauer sind, wenn wir ärgerlich sind. Er sagt, wenn wir uns die Zeit nehmen, mal hinzuschauen und nicht so sehr auf das, auf wen wir jetzt wütend sind und dieses Ganze achten, sondern einfach nur schauen, was es mit unserem Geist macht, mit unserem Bewusstsein macht, sagt er, werden wir feststellen, dass es ein sehr enger und ein sehr schmerzhafter Geist ist. Eben Wut macht unseren Geist verschlossen, sehr eng. Wir können, auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir jetzt Dinge ganz klar und im richtigen Licht sehen, aber Buddha sagt, genau genommen ist das Gegenteil der Fall, weil wir uns auf etwas fokussieren und völlig übertreiben, was uns stört, hat unser Geist überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun, unsere Wahrnehmung. Und so sehen wir etwas wie so durch einen Fokus, wie so eine Kamera, die einzoomt auf etwas und der ganze Bildschirm ist ausgefüllt von diesem einen Aspekt, der uns stört zum Beispiel, der uns unangenehm ist. Und er sagt, stattdessen, wenn wir uns daran üben, Geduld zu praktizieren, sagt er, bleibt unser Geist oder wird unser Geist weit, offen und vor allen Dingen friedvoll und ausgeglichen. Das heißt, es gibt uns die Möglichkeit, so ein bisschen innerlich wie zurückzutreten und eben nicht so fokussiert zu sein, vor allen Dingen nicht etwas zu übertreiben, sondern eben das ganze Bild zu sehen, das ganze Bild wahrzunehmen, die ganze Situation zu überblicken. Und dann, sagt er, haben wir einmal schon durch die geistige Ruhe, die in uns ist, aber auch durch diesen Weitblick, man könnte auch sagen, dass wir unseren gesunden Menschenverstand nicht verlieren, weil wir wissen, es gibt ja auch so diese, was man so sagt im Volksmund, eben blind vor Wut, ich sehe rot und solche Dinge, kommen halt zum Beispiel daher. Und Wut lässt uns klar denken, lässt uns verstehen mit der Zeit, weil dann auch so Qualitäten wie Weisheit, Empathie etc. dort wachsen können in so einem Geist, lässt uns eine Situation zum Beispiel beurteilen, korrekt beurteilen, lässt uns nachsichtig werden, einfühlsam werden und so weiter. Wann haben wir angefangen? Halb. Okay.
Ich kann vielleicht noch, ist noch 10 Minuten okay und dann fragen. Okay, gut. Ja, klar. Machen Sie mal noch länger, wenn wir abstrahlen. Ja, das ist riskant, diese Aufforderung. genau, das ist sozusagen eine Qualität von Geduld, dass sie, egal wie chaotisch, was für ein vielleicht Schlamassel in unserem Leben passiert mit anderen oder durch Krankheit, wir können quasi diesen klaren Kopf oder klaren Geist behalten. Und dann sind wir eigentlich erst wirklich in der Lage, wirklich konstruktiv zu handeln. Das kann man so ein bisschen ganz einfach überprüfen. Man kann es entweder selbst aus eigener Erfahrung, dass wir vielleicht in ähnlichen Situationen gesteckt haben, wo unterschiedlich reagiert haben. Einmal wurden wir vielleicht eben angespannt, sauer, und das andere Mal konnten wir eher positiv damit umgehen, was für ein Unterschied ist, das macht. Oder falls wir so eine Erfahrung vielleicht nicht haben, dass wir an andere denken, falls wir selbst dazu neigen, vielleicht schnell wütend zu werden oder angespannt zu werden, dass wir vielleicht jemanden kennen, der das nicht ist, der aus welchen scheinbar unerfindlichen Gründen auch immer nicht so schnell wütend und sauer wird. Und manchmal fragen wir uns, wieso? Wieso passiert mir das? Wieso können andere so damit gut umgehen? Weil die Situation ist doch die gleiche. Wie kann man da nicht sauer werden? Wie kann man nicht unglücklich darüber werden? Und quasi die Antwort liegt darin, wie Buddha sagte, er sagt, ob etwas ein Problem für uns ist oder nicht, hängt nicht von der Situation, von der anderen Person ab in erster Linie, sondern wie wir geistig darauf reagieren. Das heißt, ob wir innerlich ein Problem damit haben, was da gerade passiert oder nicht. Das heißt, wenn wir auf eine Situation, die uns da passiert, mit einer negativen Geisteshaltung reagieren, schaffen wir uns, wie Buddha sagt, ein Problem, ein inneres Problem. Aber wenn wir es schaffen, positiv oder friedvoll zu bleiben, dann sagt er, haben wir kein Problem, kein wirkliches Problem, kein inneres Problem. Auch wenn die Situation vielleicht sehr herausfordernd, sehr schwierig ist, aber wir kreieren nicht noch, man könnte sagen, zusätzlich auch ein inneres Problem, wir schaffen nicht noch zusätzlich inneres Leiden, noch zu der, sagen wir mal, vielleicht schwierigen äußeren Ausgangslage. Denn er sagt, wenn wir es einmal hinschauen, ist letztendlich etwas passiert in unserem Leben. Ich meine, es passiert ja die ganze Zeit irgendetwas. Nur wir kategorisieren oft, okay, das ist ein Problem, das ist angenehm, das ist unangenehm, das will ich nicht, das mag ich, das hätte ich lieber anders. Und er sagt, durch diese geistige Kategorisierung schaffen wir uns selbst quasi unnötigerweise Probleme. Er sagt, wenn wir lernen könnten, eben aufhören zu denken, dass die Dinge anders sein sollten, als sie es sind, und versuchen können, sie mit einem, wie es hier heißt, offenen, entgegenkommenden und friedvollen Herzen anzunehmen, hätten wir keine Probleme mehr, keine inneren Probleme. Wir mögen dann vielleicht denken, ja, heißt das eben nicht, ich ertrage alles passiv, ich erdulde alles. Weil wenn ich krank bin, wäre es dann nicht sinnvoller, zum Arzt zu gehen, statt zu denken, ja, es ist okay, es ist alles schön und so weiter. Das ist eben nicht, was Geduld heißt. Sondern es ist kein Widerspruch, Dinge zu verbessern, zu verändern und Geduld zu praktizieren. Normalerweise scheint es so für uns, aber es ist kein Widerspruch. Sondern Geduld ist erstmal diese geistige Haltung, sagen, es ist okay, so wie es gerade ist. Oder wir können auch sagen, innerlich Ja zu sagen. Und dann, wie ich vorhin sagte,
dann gibt uns dieser geistige Frieden, diese geistige Weise, die wir quasi beibehalten oder wiedererlangen, gibt uns dann die Möglichkeit, tatsächlich konstruktiv zu handeln. Es gibt diesen schönen Vers aus diesem Kapitel von Chandideva, den man eigentlich in jeder Situation anwenden kann. Und zwar sagt er, wenn etwas behoben werden kann, warum darüber unglücklich sein? Und wenn etwas nicht behoben werden kann, macht es immer noch keinen Sinn, unglücklich zu sein. Das heißt, in dem Fall ermutigt er uns zu sagen, okay, wir stecken in einer Situation, egal ob es eine Krankheit ist, irgendeine Schwierigkeit in unserem Leben, eine schwierige Beziehung, was auch immer es ist. Unser Leben ist voll von solchen Situationen. Jeden Tag passiert uns irgendetwas, was wir eigentlich nicht wollen. Oder wir werden von etwas abgehalten, was wir eigentlich wollen. Das heißt, wir können den Vers eigentlich immer anwenden. Und Chandideva sagt, okay, schauen wir einfach, kann ich die Situation verbessern? Kann ich sie lösen? Kann ich sie verändern? Kann ich das Problem beheben? Okay, dann mache ich es. Aber ich muss nicht wütend werden, ich muss nicht unglücklich werden. Und kann ich es vielleicht nicht lösen, kann ich es vielleicht nicht verändern oder verbessern? Egal, was ich versucht habe. Okay, dann macht es immer noch keinen wirklichen Sinn, unglücklich oder wütend zu werden. Weil es macht es ja nicht besser. Ich verursache mir selbst einfach nur geistiges Leiden. Und das ist eigentlich unnötig. Wenn man das so liest oder hört, fragt man sich manchmal, wieso mache ich das überhaupt? Das klingt doch eigentlich sehr logisch. Und es sind einfach Gewohnheiten, die wir in unserem Geist haben, eben auf bestimmte Situationen so zu reagieren, die wir, je nachdem, ob wir jetzt an Wiedergeburt glauben oder nicht, eben aus früheren Leben schon mitgebracht haben, solche Neigungen, die uns anerzogen wurden, die uns vorgelebt wurden, die Gesellschaft ja auch, eben, wie ich am Anfang sagte, Geduld ist keine Qualität, die gerade heutzutage besonders erstrebenswert scheint, sondern alles muss sofort verfügbar sein und perfekt und funktionieren, sonst beschwere ich mich, sonst hinterlasse ich einen Kommentar auf, was weiß ich, Facebook, Twitter etc., wenn mir irgendwas nicht passt. Und Dinge einfach mal anzunehmen, erstmal, und zu schauen, okay, was passiert da eigentlich wirklich gerade? Und nicht sofort eben drauf einzusteigen, zum Beispiel emotional und quasi mit diesem Zug dann mitzufahren, sondern erstmal wie so ein bisschen geistig zurückzutreten und zu sagen, okay, was genau geht da eigentlich vor sich? Warum reagiere ich jetzt darauf so? Warum werde ich jetzt vielleicht sauer? Ermöglicht uns halt Geduld zu verstehen, was da gerade vor sich geht. Sowohl äußerlich, aber auch vor allen Dingen, was die Hauptpraxis ist in uns innerlich. Dass wir dann, und deswegen ist Geduld für unsere spirituelle Praxis so wichtig, dass wir verstehen können, was für innere Haltung, was für Gedankenmuster haben zum Beispiel dazu geführt, dass ich jetzt wütend bin, dass ich sauer bin, dass ich angespannt bin. Dass wir, wie Buddha sehr vereinfacht, aber zum Beispiel sagt, wir können meistens zurückführen, dass wir entweder eine Situation vermeiden wollten, die uns da gerade passiert, dass wir nicht wollten, dass uns das, dieses und jenes passiert, oder dass wir etwas wollten und wir davon abgehalten wurden. Das heißt, meistens können wir eins von den beiden als Verursacher unserer Unstimmigkeit, unserer Unzufriedenheit benennen und sagen, okay, eben oder zurückgeführt auf die Definition zu sagen, okay, ich bin nicht einverstanden damit, was da gerade passiert. Sehr vereinfacht gesagt. Und er sagt, dieser Gedanke ist in Anführungsstrichen schuld oder, ich könnte mal eher sagen, verantwortlich dafür, dass ich jetzt angespannt, sauer, irritiert bin. Und eben Geduld gibt uns dann die Möglichkeit, diese Schritte quasi zurückzugehen und zu verstehen, okay,
wenn ich merke, dass ich eigentlich den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus, so ein bisschen mit so einer geistigen Schablone durch die Welt laufe und versuche, die Welt meinen Wünschen, meinen Vorstellungen anzupassen, was aber fast immer nichts mit der Welt und was darin passiert zu tun hat, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass da eine Reibung, eine Spannung entsteht in meinem Geist. Und dass wir dann verstehen können, all die Dinge, die wir uns eigentlich nicht wünschen, dass sie passieren, wie eben Krankheit, wie Tod, Verlust, Veränderung, all diese Dinge, die wir, von denen wir normalerweise weglaufen möchten, sagt Buddha, wenn wir uns mit diesen, man könnte fast sagen, anfreunden, sagen, okay, natürlich ist es nicht schön, dass mir und anderen so etwas passiert, aber ich kann es nun mal nicht vermeiden. Gibt uns Geduld, quasi die Möglichkeit, damit anders umzugehen. Also immer nur dagegen anzukämpfen, davor wegzulaufen oder was immer wir für Mechanismen haben. Den Mut und die Stärke zu haben, hinzuschauen und zu verstehen, okay, wenn ich, wie Shantideva sagt, wenn etwas zum Beispiel nicht behoben werden kann, eben wir werden immer wieder krank, egal ob wir es möchten oder nicht, und wir werden letztendlich sterben, andere werden sterben. Dann sagt, wir können uns dagegen wehren, solange wir möchten, aber es wird trotzdem passieren. Und er sagt, Geduld, eben zu sagen, okay, ja, ich bin einverstanden damit, gibt uns dann die Möglichkeit zu sehen, okay, ich weiß, ich kann mich nicht verstecken, ich kann mich nicht, ja, kann nicht dagegen ankämpfen, es bringt alles nichts. Was kann ich dann damit tun, zum Beispiel? Und dann eröffnet sich eine ganze Welt von Möglichkeiten, wie wir dann eben auf spirituelle Art und Weise mit Leiden, mit Schmerzen umgehen können. Dass es uns zum Beispiel hilft, eben Entsagung und schließlich Mitgefühl zu entwickeln. Und vielleicht abschließend diesen schönen Absatz vorlesen, der sagt, im Problem leiden hat viele gute Qualitäten, wenn man spirituelle Realisation entwickeln möchte. Für einen spirituell Praktizierenden muss es daher keine negative Erfahrung sein, wenn wir über unser eigenes Leiden nachdenken. Dadurch können wir viele nützliche Einsichten und positive Qualitäten entwickeln. Zum Beispiel das Erkennen unserer Verletzlichkeit vertreibt unsere Arroganz und unseren verblendeten Stolz. Und das Verständnis, dass unser gegenwärtiges Leiden lediglich ein Symptom unseres Daseins in Samsara ist, ermöglicht es uns, Entsagung zu entwickeln. Oder wir können unseren eigenen Schmerz dazu verwenden, den Schmerz aller anderen zu verstehen. Und können so ganz natürlich ein Mitgefühl entwickeln. Ich könnte noch lange weiterreden, aber ich denke, ich höre vielleicht an diesem Punkt auf. Ja, gibt es denn Fragen von eurer Seite? Kommentare, Einwände? Wenn der ruhige Geist die Voraussetzung ist, dann kann man das ja kultivieren. Durch Meditation und durch Reflexion. Genau. Aber es widerspricht ja immer so ein bisschen dem alltäglichen, der alltäglichen Unruhe. So, ich bin nicht der Meinung, dass ich das einfach so hinbekomme, diese Geduld zu entwickeln. Gibt es da noch ein paar Ratschläge, die der Buddha mit auf den Weg gegeben hat? Ja. Aus jetzt stundenlanger Meditation. Also natürlich können wir diese Art von Geduld, wie ich am Anfang gesagt habe, dass unser Geist so stark ist, dass wir selbst, wenn uns jemand angreift, nicht abweichen von Liebe, von Respekt für die Person. Oder selbst wenn uns einfach nur irgendetwas passiert. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Es ist ein Pfad, auch für uns selbst, ein Entdeckungspfad. Und der fängt
eben zum Beispiel erstmal damit an, festzustellen, wie oft wir eigentlich denken, dass die Dinge, die mir passieren, eigentlich, dass wir damit nicht einverstanden sind. Sozusagen, gehört zum Vater zu. Und alle von Buddhas Ratschlägen sind natürlich dafür gedacht, auch unserem Alltag zu helfen, unserem persönlichen Leben, egal in welchen Lebensumständen wir sind, mit Familie, mit Job, ohne, wie auch immer. Und Buddha ermutigt, wie er das nennt, geschickt zu praktizieren. Das heißt, es wird oft die Analogie benutzt, wenn wir zum Beispiel fitter werden möchten, ins Fitnessstudio gehen möchten. Wer ist sehr ungeschickt, sofort mit den schwersten und schwierigsten Geräten anzufangen, Gewicht heben und so weiter, sondern erstmal klein mit den geringen Gewichten anzufangen. So sagt Buddha, sollten wir auch in der gesamten Praxis, die wir tun, vorgehen. Das heißt, in Bezug auf Geduld ermutigt er uns, er sagt, sollten wir erstmal versuchen, mit den kleinen Schwierigkeiten des Alltags versuchen, diese anzunehmen. Und selbst die sind unermesslich vorhanden. Sei es, dass wir morgens uns, keine Ahnung, den Zeh stoßen, wir zur Arbeit fahren, Stau ist, im Supermarkt, wir sind vielleicht irgendwie spät dran und da ist irgendjemand vor uns, der sehr langsam die Waren auspackt und so weiter. Das, unser Alltag ist voll von solchen Situationen, die U-Bahn uns vor der Nase wegfährt, was auch immer. Dann sagt, können wir einfach solche Gelegenheiten und sollten auch solche Gelegenheiten benutzen, um einmal zu verstehen, okay, was passiert in meinem Geist zu dem Zeitpunkt? Wie reagiere ich? Und wenn ich merke, okay, ich werde angespannt, ich werde sauer, ich bin kurz davor, etwas nicht so Tolles zu sagen, dass wir dann einfach mal, wie er immer ermutigt, so ein bisschen experimentieren, ausprobieren. Und sagen, okay, ich versuche morgen für eine Stunde oder einen halben Tag einfach mal zu denken, es ist okay, so wie es gerade ist. Und dann einfach schauen, was in unserem Geist vor sich geht. Und entdecken können, dass es uns diese Freiheit gibt, anders zu reagieren. Und aus diesen, sagen wir mal, breit getretenen Gewohnheitsfaden eben auszutreten. Dass wir nicht automatisch unglücklich und sauer werden müssen, nur weil etwas nicht so verläuft, wie wir es gehofft haben oder geplant haben. Und einfach sehr leicht, sehr spielerisch zu sein mit uns selbst und auch scheinbares Versagen, also wenn wir doch wieder wütend werden, eben nicht als Versagen zu verstehen, sondern einfach als Lernprozess, der dazugehört. Und dann eben können wir zum Beispiel Meditation nutzen, um Dinge zu reflektieren oder eben auch, um uns, man könnte auch sagen, vorzubereiten. Also können, wenn wir Zeit haben, vielleicht morgens und abends darüber meditieren. Und so für uns einen guten Weg finden, eben diese Praxis anzuwenden. Und dann können wir mit der Zeit entdecken, wie oft wir eigentlich unnötigerweise wütend werden, welche Freiheit uns Geduld eigentlich geben kann. Und dann einfach immer weitermachen. Ja. Gerne. Ich schätze mal, das Problem ist der urteilende Geist, der immerwährend rattert. So ein bisschen wie so ein Sportkommentator, ja. Ist vielleicht eine Hilfe, mal nachzugucken, immer wo immer Urteile entstehen. Ja. Und auch da kann uns Geduld halt helfen, dass man sich eben zum Beispiel nicht selber fertig macht oder beurteilt, weil man solche Gedanken hat, sondern einfach mal zu verstehen für sich, okay, ich habe diese Gedanken, woher kommen die eigentlich? Und dann schaut und dann, ja, ich habe aber eigentlich die Freiheit, ich kann auch anders denken. Und dann das Problem finde ich, dass man alles selber erzeugt. Also den ganzen Prozess. Kommt eine Idee und setzt sich drauf und dann geht's los. Und da sich ein bisschen zurückzunehmen, ab und zu mal.
Eben dafür gibt es einmal eben die Buddha, Dharma und Sangha. Das heißt, die Unterstützung von Buddha, aber eben auch zum Beispiel der Gemeinschaft, dass man eben andere um Rat fragen kann, wenn man alleine feststeckt, was ja durchaus mal vorkommt. Dass man eben die drei Juwelen, alle drei nutzen kann. Ja. Also für mich ist es die Frage, wozu ist die Meditation da? Also zum einen hieß es, um abzuschalten, nicht mehr nachzudenken, und gerade eben hieß es, Meditation ist dafür da, um die Dinge, über die Dinge zu reflektieren. Also was ist dann der richtige Weg? Also abzuschalten oder nicht mehr zu denken ist nicht die Funktion von Meditation. Das wird oft missverstanden, sondern was Meditation bewirkt, durch die Reflexion, durch Einsichten, durch Nachdenken, es ist also ein sehr aktiver, eine mentale Aktivität, indem wir uns mit bestimmten Objekten oder bestimmten Einsichten befassen, die unserem Geist gut tun, die eine positive Auswirkung haben, wird er friedvoll und beruhigt sich. Aber das heißt nicht, dass wir sozusagen unsere Gedanken irgendwie abschalten und wie so ein Stein werden, völlig gefühllos oder so. Das wird oft missverstanden, aber das ist überhaupt nicht der Fall, ganz und gar nicht. Sondern in Meditation können wir solche tiefen Einsichten, Erfahrungen sammeln, die dann sozusagen, man könnte fast sagen, als Nebenwirkung bewirken, dass wir eben friedvoll und ausgeglichen sind. Aber das hat eben mit dieser Weisheitsaspekt der Meditation hat damit zu tun. Es ist nicht nur einfach abschalten, wie es oft vermutet wird. Ja. Dann können wir uns auch ablenken, Fernseh gucken oder so. Aber es hat eine viel tiefere Ebene, Meditation, oder kann eine viel tiefere Ebene haben. Ja, genau, also man hört ja von in die Trance fallen, sprich, dass die komplett, also man schaltet ja von der ganzen Umgebung ab. Ist das auch eine Art der Meditation im Buddhismus? Zumindest nicht in der Tradition, in der ich praktiziere. Ganz im Gegenteil, Trance hat ja eher was, so ein bisschen wie Kontrollverlust, weg von der Realität zu tun. Zumindest so, wie ich den Begriff Trance verstehe. Also sich hineinfallen, in sich reinhörchen und von der Umwelt abzuschalten. Vielleicht. Es ist schon, Meditation hilft uns, uns selbst tiefer zu verstehen. Aber es ist auf einer Ebene, die nie getrennt ist von unserer Umwelt, von der Realität, sondern die eher dazu führt, dass wir mehr im Einklang damit werden oder damit sind. Ja. Ich fand das sehr schön, die Vorträge, so wie du das erklärt hast. Und wenn ich das so innerlich nachvollziehe, dann fällt mir auf, es gibt da eine Falle. Man könnte auf dem Weg zur Entwicklung von Geduld, das könnte zu sehr, besonders im Alltag, wenn ich so, also die Konzentration nicht so stark ist, ja, das könnte so kopfgesteuert sein, indem ich mir sage, so, bleib jetzt mal ganz ruhig, ich werde jetzt mal nicht wütend. Das könnte passieren, dass man sich so innerlich abtötet und so tut, als sei man. Also dieses Leiden, das hat Verdrängung nennt man das. Das ist so wie sich abtöten irgendwie, ne? Gewissermaßen. Kannst du dazu was so sagen? Weil das Eigentliche geht ja so, wie das nachvollziehen, indem man das Leiden annimmt. Und wenn man dann wirklich in den Zustand der Geduld wirklich verweilt, dann fühlt man ja also ein inneres Erfülltsein, eine Zufriedenheit. Das ist der Unterschied. Das ist ein guter Hinweis, danke. Eben, es wird oft auch missverstanden, dass Geduld eben nicht heißt, Wut zu verdrängen oder zu unterdrücken. Das heißt, wenn wir Wut verdrängen oder unterdrücken, heißt es, wir sind wütend, aber wir gestehen es uns nicht ein. Oder wie du sagst, wir töten uns ab oder was man auch immer, wie man auch immer das nennen möchte. Aber wenn wir geduldig sind oder, wenn man auch sagt, Wut zu kontrollieren,
heißt, sich dessen völlig gewahr zu sein und bewusst zu sein, dass man zum Beispiel gerade wütend ist. Aber dass man quasi die innere Freiheit hat, nicht weiter darauf zu reagieren. So sagen, okay, ich bin jetzt wütend und würde der anderen Person was auch immer gerne antun, aber ich weiß, es bringt nichts Gutes, und sich dann selbst bewusst zu entscheiden, ich folge diesem Gedanken, dieser Absicht nicht, sondern manchmal, keine Ahnung, entfernen wir uns dann aus der Situation physisch, gehen weg, wenn es gar nicht anders hilft. Oder wenn wir geschult sind, können wir diesen Gedanken sehr schnell fallen lassen und durch das Gegenmittel Geduld oder Liebe ersetzen, wenn wir sehr geübt sind darin. Oder andere Praktiken, die uns dabei helfen, eben das klassische, wie man ja oft auch im Volksmund sagt, dreimal tief durchatmen, einmal um den Block laufen, was auch immer dann hilft, praktisch gesehen. Aber in dem Falle, was geistig in uns vor sich geht, nehmen wir selbst vollständig bewusst wahr und bewusst an und eben unterdrücken oder verdrängen nichts, sondern gestehen uns quasi ein, okay, ich habe gerade diese Gedanken, diese Absichten, diese Gefühle, aber ich weiß, wenn ich ihnen nachgebe, wenn so will auf diesen Zug aufsteige, dann bringt das nichts Gutes. Und weil uns das bewusst ist, haben wir dann die Freiheit, anders zu reagieren als vielleicht sonst. Und eben wenn wir es verdrängen, wirken wir vielleicht oder unterdrücken, wirken vielleicht nach außen hin ruhig oder nicht wirklich, aber innen brodelt. Und irgendwann, wie wir auch wahrscheinlich selber wissen, irgendwann explodiert es. Und völlig belanglosen. Und das ist eigentlich so mit einem Unterschied. Ja, danke für den Hinweis. Da könnte ja die Vater oder die Mutter, die Schwierigkeit besteht, wenn man davor steht, man weiß, ich unterdrücke das nicht und ich registriere das, aber da bleibt es dann oftmals bei stehen. Klar, das wird sicherlich auch oft noch passieren in unserem Leben. Das gehört eben zu dem ganzen Lernprozess dazu. Und wir werden auch oft noch eben uns wütend werden oder auch unterdrücken. Aber wichtig ist einfach immer weiter zu probieren. Dann, je besser wir uns dann auch selber kennenlernen, wie wir quasi ticken in Situationen, in bestimmten Situationen, die uns vielleicht normalerweise auf die Palme bringen, werden wir dann mehr und mehr Freiheit, innere Freiheit erlangen können, sagen, okay, ich bin gerade sauer, aber ich kann anders reagieren. Und wir haben uns dann quasi innere Alternativen geschaffen, zu denen wir dann zurückgreifen können, in diese Zuflucht zum Dharma. Dass wir dann wissen, ich würde der Person am liebsten eine runterhauen, aber ich weiß, es ist nicht gut. Also versuche ich, entweder wenn wir können, dann anderen Gedanken, diesen Gedanken fallen zu lassen, loszulassen, unsere Achtsamkeit wegzuziehen von der Situation oder uns eben auch physisch zu entfernen. Also das kann man jetzt so verallgemeinern nicht für jeden sagen, aber es ist so eine Entdeckungsreise, die man dann selber auch macht und wo man sich selber auf diese Art auch kennenlernt und versteht. Ja. Also könnte man auch sagen, dass praktisch auch die Geduld so verschiedene Facetten auch hat. Also zum einen erstmal das Mitbekommen erstmal, dass dann zum Beispiel Wut ist oder ja, etwas Ähnliches, und dann halt praktisch nicht ins Ausagieren gehen von dieser Wut oder das in unheilsame Handlungen münden lassen, sondern die ist jetzt da, und dann durch das da sein dürfen dieser Wut sozusagen, also das nicht das Wegdrücken, was du meintest, dass es dann dadurch zwar da ist, aber dann in irgendeiner Art und Weise dadurch nicht so groß wird dann. Also durch dieses Akzeptieren, das ist dann so ein Schlüssel so ein bisschen. Ja? Genau. Ah, ja. Ja. Okay. Eben durch dieses entweder Verdrängen oder Unterdrücken oder vor allen Dingen sich auch damit identifizieren, machen wir halt oft unsere negativen Gefühle wie Wut oder Gedanken viel größer. Wir geben ihnen eigentlich mehr Macht oder mehr Kraft über uns. Und durch dieses eben Akzeptieren, zu sagen, okay, ich bin jetzt wütend, nehmen wir diesem Ganzen schon wieder mehr Kraft und können das ein bisschen
ja, in Kräften, wenn man so will. Ja. Und dann haben wir dann selber die Stärke, damit anders umgehen zu können, als wenn wir ja, wie sie von so einem Wirbelsturm quasi übermannt werden. Also ein bisschen Abstand. Genau, genau. Ja. Gut. Ja, vielen lieben Dank, ja, für den spannenden Vortrag. Ja, danke fürs Zuhören.